Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors im Spiel Troll of Clash oder Clash of Trolls. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber ihr habt es ja schon im Vorspann gesehen, dass hier eigentlich nur noch getrollt wird. Hier nicht, sondern hier in der Bauarbeiterbasis. Denn du hast selber hier so ein Internetdesign, habe ich mir irgendwo gemopst, habe das jetzt mal modifiziert, nämlich zur, ja, nicht zur Trollbase, aber ich habe meine Fallen ganz, ganz anders jetzt gemacht, weil du triffst hier in diesem Spiel jetzt nur noch auf 2, 3, 4 Base-Designs und das ist es gewesen. Und jeder versucht hier den anderen irgendwie noch besser zu trollen, so würde ich es mal benennen. Ich trolle, die anderen trollen und man kommt hier aber nicht so wirklich vorwärts. Ich bin aber trotzdem ein bisschen vorwärts gekommen. Ich habe nämlich alle Truppen bereits fertig abgegradet und in meiner Base selber brauche ich, glaube ich, nur noch eine Kanone upgraden. Nämlich die hier auf Level 3. Muss den Crusher allerdings noch machen, muss dieses Lager noch machen. Das mache ich auch als nächstes mit dem Elex. Und ja, ihr seht, ich bin so ein bisschen am Mauer machen, aber ich würde sagen, wir trollen einfach mal rein. Wir gucken mal. Ich bin heute mal am Mobile Device, weil ich mal testen will. Ja, okay. Oh, das ist ja eine Trollbase, die habe ich noch gar nicht so gesehen. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich würde sagen, wir packen uns hier zwei Riesen noch mit rein. Und dann gucken wir mal, wie wir ihn hier trollen können. Am schönsten wäre es natürlich am Crusher, wenn wir den wegkriegen würden. Da gucken wir mal. Hier hinten machen wir das mal nicht. Ja, das ist hier einfach nur das Gegrinde von irgendwelchen Pokalen, so will ich es mal benennen. Nicht Pokalen, Prozenten. Und mal gucken, ob der... Ah ja, okay. Da haben wir jetzt den Tesla, das ist gut. Aber jetzt müssten eigentlich gleich die Bogenschützen da hingehen. Das machen sie auch. So, dann lassen wir den jetzt mal endlich in die Falle laufen, würde ich mal so sagen. Die drei sparen wir uns mal noch auf. Und gucken mal, ja, schön getrollt. Jawohl. Aber wir kriegen noch den einen oder anderen Prozent, aber wir kriegen die Verteidigungsgebäude nicht. Das war vielleicht auch ein nicht so toller Angriff von mir. Nochmal getrollt. Gut. Super Falle da. Jawohl. 34%. Ja, mit 34% gewinnt man hier. Mal gucken, ob mir das jetzt gelingt. Ja, ne? Ich sag ja, mit 34% gewinnt man hier. Es ist nicht normal. Mal gucken, wie wir getrollt haben. Ich sag's ja. Troll, Troll, Troll. Mal sehen, ob er sich hat trollen lassen. Aber ich denke mal schon. Der Crusher steht relativ zentral hier für Riesen oder auch für Barbaren. Ist ja nicht schlecht. Beide sind ja sehr anfällig. Oh, er entscheidet sich wirklich gegen den Crusher hier zu rennen. Oh, das ist krass. Ja, denn wenn er jetzt nochmal zuhaut, ist er alles weg. Ja, da hast du keine Chance. Den musst du einfach irgendwie mit Bogis machen oder du musst ihn mit Lakaien machen. Beziehungsweise diese Mega-Mutanten. Und da hast du keine Chance. Aber wir haben schon mal jetzt was zum Upgraden. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal das Lager. Ich könnte zwar jetzt auch die Kanone machen, aber dann kann ich nicht mehr angreifen. Beziehungsweise ich bin dann in der Devs auch sehr gemindert. Dauert auch nur eine Stunde. Und dann holen wir uns mal den restlichen Bonus, würde ich sagen. Oh, wir müssen gerade warten, okay. Die paar Sekunden warten wir gerade noch ab. Und dann sind wir wieder am Start. So. Jawohl. Ah. Oh, okay. Oh, mal keine Internet-Trollbase, sondern das ist schwierig. Das ist immer schwierig, was zu machen. Aber ich würde sagen, wir lassen uns mal hier vorne trollen. Ja, sehr schön. Das ist cool. Eigentlich ist das cool, ne? Schade, da hätte ich mal mehr setzen sollen gerade. Der Troll war echt nicht schlecht, muss ich sagen. Aber der war noch viel besser, der Troll. Ja,
Der war jetzt noch viel besser. Und sehr schön getrollt. Sehr schön getrollt. Ja, das freut mich, dass ich hier so schön getrollt worden bin. Super. Aber ich denke mal mit 23%, das schaffen wir leider nicht. Hat er gut gemacht. Ist nicht so tragisch. Ich, 53%, okay, ein Stern. Also Rathaus hat er auch nicht gekriegt. Und dann trollen wir mal weiter. So, dann haben wir wieder unsere Truppen fertig. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich wieder rein. Trollen hier weiter. Ja, ich entschuldige das Wort. Ich muss es einfach 1300 Mal sagen. Troll, Troll, Troll. Und ich weiß, es ist schon sehr traurig. Aber wir gucken mal, ob wir nicht mit denen hier ein bisschen was reißen können. Wenn wir die mal von hier hinten so bringen. Mal gucken, ob die nicht auf den Bogenschützenturm gehen. Nein, tun sie nicht. Okay. Da ist der Tesla. Ja. Ich meine, auf 4 sind die schon nicht schlecht, aber so wirklich reißen sie nichts. Ja. Okay, schön getrollt da mit dem Tesla. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir snaggeln uns das Lager hier. Gucken auch mal in die Ecken rein. Ja, da ist aber nichts. Und, da schießt jetzt schon der Bogenschützenturm. Dann trollen wir hier weiter. Nein, wir trollen nicht weiter. Wir machen einfach nur schlechte Angriffe. Weil ich weiß überhaupt nicht mehr strategisch, wie man hier vorgehen kann. Denn du hast nur so 2-3 Kombis, mit denen du was machen kannst. Und jawohl, da fliegen sie alle schön weg. Super getrollt. Und 24%, yes. Das läuft heute, würde ich sagen. Aber ob es auch beim Gegner läuft? Ah, beim Gegner läuft es auch mit 30%. Ja, ihr seht, wie scheiße das hier ist. Oh Mann, ey. Es ist echt nicht normal. Ah ja. Okay, wir bauen mal schnell weiter. Da sind wir wieder zurück und haben ja die gleiche Armee, die man als letztes benutzt. Wird dann ja auch immer als erstes ausgebaut. Oh, das ist ja fast wie meine Trollbase. Nicht schlecht, muss ich sagen. Weil hier... Hier können ja eigentlich gar keine Felder hier innen drin sein. Ne, weil hier ist alles grün, das heißt also, da sind keine Fallen. Und da gucken wir mal, wie wir hier vorgehen können. Da können wir aber ganz sicher mit Riesen vorgehen. Allerdings gucken wir mal, wo hier so überall die Fallen auslösen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ah, die lösen alle hier hinten aus. Das ist cool, ne? Die lösen alle da hinten auf. Okay. Ja, hätte man sich auch denken können, ist ja in meiner Base nicht anders. Jetzt haben wir ein paar Prozente geholt, 23 schon. Oh, das sind ja schon fast die Gewinnerprozente. Würde ich sagen, das ist auf jeden Fall, ja, 34, das ist gewonnen. Ja, top, super Sache. Und, die Gegner sucht dort schon. Ah, 50% hat er schon geschafft, okay. Damit hat er mich mal wieder geschafft. Ihr seht selber, wie ich mich hier rumquäle mit den Siegen. Weil es sind immer irgendwie die gleichen Taktiken und wenn ihr die Truppen dann halt zu schnell setzt, dann es wird einfach nichts mehr. Aber ich sehe hier auch am Mobile Device geht das ganz gut, wenn ich das also hier bewege, dann ist das fast 1:1, was jetzt rüberkommt. Ab und zu hängt es sich noch auf, da muss ich nochmal dran arbeiten. Aber ansonsten glaube ich, ist das ganz gut. Wir sind aktuell im Clankrieg, wir können hier mal uns auf die Reise begeben. Und hier mein normales Dorf gehen. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich weitermache. Denn eine Forschung war fertig. Nämlich die des Eilzaubers. Und ich habe jetzt vor, entweder den Eil 14 Tage oder halt den Gift 10 Tage zu machen. Beides geht auf Max Level. Und beide brauche ich auch mal wieder. Ja, ich weiß es noch nicht. Im CK sieht es ganz durchwachsen aus. Also der Gegner ist nicht schlecht. Hat natürlich einen Elfer. Und der Elfer hat auch gnadenlos hier oben zugeschlagen, aber wir machen das ganz gut. Wir haben 2 Sterne auf den Elfer selber und die anderen, die verlorenen Kämpfe hier, das waren nur Locken. Müssen wir mal gucken, ob wir hier nicht noch was reißen, ob wir hier nicht noch den ein oder anderen Stern rauskriegen, denn der Gegner tut sich bei uns hier im RH9 Bereich sehr, sehr schwer. Alex hat schon mehrmals verteidigt jetzt, ich glaube 3-mal schon. Mit verteidigt heißt, keine 3 Sterne kassiert. Und die anderen sind natürlich auch noch offen. Die werden sicherlich auch gedreiert, aber mal gucken. Letztendlich wollten wir hier noch eine Runde trollen. Und ich würde sagen, das warten wir gerade noch ab.
Okay, da sind die Truppen wieder fertig und wir suchen mal. So, jetzt mache ich mal einen richtigen Angriff. Kann ja nicht sein, dass ich hier in dieser Folge mehrmals verliere. Oh, das sieht ja aus wie so ein böses Zeichen, hätte ich fast gesagt. Mal schauen, wie wir hier vorgehen. Ich glaube, er trollt uns hier auf der Ecke. Nee, macht er noch nicht. Mal gucken, ob wir den Crusher wegkriegen. Und dann kann er uns sicherlich trollen. Na komm, macht wenigstens den Crusher weg. Ja, so ist es in Ordnung. So tanken die Riesen eigentlich genau das, was sie machen sollen. Sie sollen nämlich tanken. Und die Bogis machen hier den Rest der Base. Mal gucken, Bogenschützenturm kriegen wir, glaube ich, noch. Ja, das sind die 50%. Donnerwetter, 56%. Ah, er hätte uns auf der anderen Seite getrollt. Okay. Jetzt packen wir noch das Lager, weil da kommt die Kurzkanone nicht hin. Also die Doppelkanone und 67%. Oh, die habe ich schon lange nicht mehr geholt. Die habe ich wirklich schon lange nicht mehr geholt. Mal sehen, ob er uns da was entgegensetzen kann. Einige sind hier ja auch schon auf Ratus Level 4. Bei uns gehen auch die ersten hoch. Ich denke mal, bei mir wird es noch ein paar Tage dauern. Ich maxe hier durch, also auch die Mauern. Und da geht ein Mauernstück mit 100.000 Gold, glaube ich, durch. Ja, den haben wir gewonnen. Da hat er uns zwar auch geschlagen mit 65%, aber wir haben sein Rathaus bekommen. Dadurch den zweiten Stern. Und ja, so super viel kann ich jetzt gar nicht mehr machen. Das ist noch ein bisschen nachteilig hier, dass man jetzt nicht durchbauen kann, hier wie so ein Irrer, ohne jetzt zu gemmen. Also ich könnte natürlich jetzt das Lager gemmen, 38 Gems, und könnte dann gleich was weitermachen. Mache ich aber im Moment nicht. Und ich denke mal, wir werden heute noch das letzte Mauernstück auf Level 2 bringen hier, und auf 3 kann man die auch schon machen bei Rathaus oder Bilderhall Level 3. Mit 100.000 ist natürlich ein Wort zum Sonntag, da kannst du 2 Stück pro Tag machen. Weil hier oben gehen nicht mehr als, ach nee, im Moment gehen nur 170.000 rein. Ich date es ja gerade ab. Dann gehen 250.000, glaube ich, rein. Also kannst du 2 Stück pro Tag machen. Und das war's dann. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, was ihr von dieser Trollerei haltet. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, auch mit so einem Hashtag Troll oder so. Ich finde es grauenhaft im Moment, was hier in dieser Bilderbase geht. Weil, wie gesagt, Angriffsstrategie 0, beziehungsweise was 2 Stück, Riesen und ein paar Bogis oder sonst was. Und dann ist das gewesen. Und die Wartezeiten wären jetzt natürlich quälend. Keine Frage. Vor allen Dingen, wenn man dann später die Doppelkanone im anderen Dorf baut. Dafür steht nämlich hier auch dieses Boot. Ja, dieses kleine Boot hier. Mit diesem Zahnrad drauf. Denn wenn man erstmal die Kanone auf, die Doppelkanone auf Level 4 hat, dann kann man ja hier eine Kanone auf eine Kanone upgraden oder gear up. Und das Problem ist, dass der Bauarbeiter dann 2 Tage weg ist. 2 Tage machst du dann erstmal gar nichts in dem anderen Dorf, weil was willst du jetzt machen? Ich meine, ich kann jetzt mit dem Elex hier, was ich nachher dann habe, wenn die Bauzeit fertig ist, denn die brauche ich ja auch nicht super lange, die brauchen nur 2 Stunden, dann kann ich hier anfangen, die Büsche abzugrasen. Na, da kann sich Supercell vielleicht noch ein bisschen was einfallen lassen. Aber ich denke mal, wir werden morgen wieder eine schöne CK-Folge sehen von unserem aktuellen CK. Und ich würde sagen, das ist erstmal gewesen. Macht euch einen schönen Sonntag und bis dahin, euer Toto Clash.